241A65 ist eine Schnellzuglokomotive mit 4 Treibachsen, einem doppelachsigen führenden Drehgestell sowie einer Schleppachse. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine beträgt 110 km/h bei einer Leistung von 2570 kW. Der Brennstoffvorrat beträgt 9 Tonnen Kohle. Aufgrund der enormen Leistung und dem damit verbundenen Verbrauch an Wasser und Kohle wird die Lok nur mit einem großen vierachsigen Tender gekuppelt. 2 Exemplare sind bis heute erhalten geblieben. Darunter die 241A65. 1996 wurde die Lokomotive im Dampflokwerk Meiningen wieder betriebsfähig aufgearbeitet, um erneut unter Dampf gesetzt zu werden. Sie ist heute die stärkste betriebsfähige Dampflokomotive in Europa mit einer Zulassung für die Schweiz und Deutschland. Die Lok ist seit September 2008 im Depot Fulreu in Thal beheimatet.